Hallo und herzlich willkommen zurück zu Castlevania Lords of Shadows. Das letzte Mal haben wir hier Kapitel 4 abgeschlossen und die Krähenhexe Maltael das Fürsten gelehrt. Maltael? Nein, Maltael ist ja der Böse aus dem 5. Kapitel, also der gefallene Engel aus dem 5. Kapitel von Diablo 3, was hier demnächst mit Reaper of Souls erscheinen wird. Nein, wie hieß die? Mephistophele? Nee, wie hießen die? Wie war die Krähenhexe? Ist ja egal, wie sie hieß. Jetzt geht's zu Kapitel 5, das ist schon ein bisschen größer, wie ihr hier seht. Und das Erste, was wir hier finden, ist das, oder das sind die Verus-Wälder. So it seems Pan has saved Gabriel once more. His arrival most fortuitous. Gabriel now enters the outskirts of the Vampire's territory. A cold winter has gripped this land for centuries, driving out the inhabitants to warmer climes. Those stubborn enough to stay have contended with the cold death that visits them each and every night, taking their loved ones away forever. The vampires thrive in the cold and terrorize the living who crave warmth and companionship. This night a warrior will come, a knight in shining armor with death at his side. He comes for you, creatures of the night. Ja, und ich glaube, damit sind wir gemeint. Ein kalter Wald. Schnee, in das Auge blickt. Und da ist er wieder, der Pan. Kalter Wald. Die Bäume sind schon tot und wir können hier ein bisschen was einreißen. Schauen wir mal, was es hier alles so gibt. Vielleicht hier hinter schon irgendwas. Nö. Da ist natürlich nichts. Aber hier stapft ein bisschen durch den Schnee hier. Na, hier kommt er nochmal wieder. Das habe ich ja verdammt lange nicht mehr gesehen. Und da ist eine Bombe. Bisschen Energietank hin. Wir haben zwar noch alles voll. War ja relativ einfach. Wir können noch ein paar Feen sammeln. Auch das ist sehr schön. Zwei Stück sogar. Ich glaube, wir können gerade, wenn es eh nur drei tragen, ist hier noch was versteckt. Nö, können wir einmal im Kreis laufen. Auch das ist sehr nett. Hier vorne ist doch was. Diese Mauer habe ich gesehen. Und da liegt... Achso, hier können wir einen Kristall aufsammeln. Wenn wir nicht schon einen hätten, aber hier liegt noch einer. Hallo, werter Herr. Was hast du denn für mich? Oh, ein Live... Ein Lebensstein aus dem Live-Gem. Sehr schön. Brauchen wir noch drei Stück? So ein bisschen wie die Herzteile in Legend of Zelda. Och nö, nicht wieder du. Diese Fächer, Viecher kennen wir noch aus der Burg. Die klauen uns alle Relikte und verschwinden dann. Der Chupacabra hat seine Relikte und Kräfte gestohlen. Hol sie dir zurück. Das heißt, wir können jetzt nichts weitermachen als normal kämpfen. Wir sehen keine Schattenmagie. Gut, was war das denn jetzt? Aber immerhin haben wir noch unser Kampfkreuz. Und ohne wäre das wirklich nicht so gut. Hallo. So, du bleibst hier. Du gehst weg. Und auch du. Bumm. Bumm. Komm her, mein Freund. Ja, ich meine, diese kleinen Viecher, ganz ehrlich, die haben wirklich drauf. Die können nix. So, du wartest da vorne auf mich, dann geht mal in die andere Richtung. So. Bin beleidigt. Tschüss. Hier ist wieder eine Mauer, die wir einreißen müssen. Das heißt, da müssen wir nachher hin. Können wir jetzt erstmal noch nicht, müssen uns aber merken, falls das nicht der reguläre Werk ist, gehen wir nämlich doch lang. Ja, du kleines Vieh. Keine Angst, ich krieg dich. So, drei Wege. Links ist wieder eine Mauer, die wir einreißen müssen. Kommen wir so auch erstmal noch nicht vorbei, müssen wir uns auch merken. Also hier ist noch nicht, es sind ja überall Mauern, die wir einreißen müssen. Ach du Heiliger. Überall Mauern zum Einreißen. Hier ist direkt die nächste. Ich hätte eigentlich ganz gut, dass man die einreißen kann, oder? Ja, dahinter ist ja auch noch was versteckt.
Da ist wieder so ein Kristall-Dings. Und eine Tür. Ich glaube, die Tür ist unser generelles Ziel, oder? Ach nein, da müssen wir wieder mit Bomben drauf werfen. Ich sehe schon. Hallo. Du lässt bestimmt eine Bombe fallen. Okay, wir müssen was anderes machen. Ich verstehe. Denn wir müssen das Kampfschwein annehmen. Das sich übrigens nicht versucht zu regen oder sowas. Hehehe. Ja, Kampfschwein, du kommst mir nicht näher. Komm, ist das nicht ein Viech oder was? Nee. Gott sei Dank. Oder? So, ich bleib immer ein bisschen hinter ihm. Hehe, du kriegst mich nicht, du kriegst mich nicht. Oder vielleicht auch doch. Das gefällt mir nicht, dass du mich da so einkesselst. Wie was ich dich eingekesselt habe. Ich muss mir mal die ganzen Kombos anschauen, die Köpfe. So, jetzt bist du aber da, um gerissen zu werden, mein Freund. So, nochmal das Schweinchen. Vielleicht kannst du die Tür wieder reißen. Indem wir einfach mal so gegenlaufen. Ja, das klappt. Diese Tür ist solide. Versuch's mal mit Anlauf. Ja, ich versuch's ja schon mit Anlauf. Das ist nicht so einfach mit diesem Schwein hier. Klopp! Und da ist das Vieh hinüber. Beziehungsweise die Tür ist hinüber. Ich kann ja gar nichts aufsagen, Moment. Jojojo, zeig mir deinen Hinterteil. Ich werde es dir versohlen. Da haben wir noch genug. Ach stimmt, die Items können wir trotzdem benutzen. Das ist natürlich nicht super. Ich weiß nicht, ob das jetzt schlau war, aber ich glaube, der füllt sich mit der Zeit auch wieder auf. Was hast du denn da für mich? Wahrscheinlich eine Schriftrolle, oder? In dieser Gegend wurden zahlreiche Chupacabras gesichtet. Diese Kreatur gilt nicht als tödlich oder bösartig, sondern lediglich als Ärgernis. Ich muss der Bruderschaft eine Nachricht zukommen lassen und meine Kameraden anreiten, so viele Feenblüten wie möglich zusammen. Denn es steht geschrieben, dass Chupacabras von allem fasziniert sind, was mit Feen zu tun hat. Und die Blüten sind eine gute Taktik, um die lästigen Kreaturen abzulenken, während man etwaige Wertobjekte zurückholt, die sie gestohlen haben. Sehr gut zu wissen. Das heißt, wenn wir das nächste Mal Chupacabra sehen, können wir ein bisschen tricksen. Ich glaube, hier gibt es wieder Trick. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Ich weiß, es ist hier kühl. Aber ich möchte hier lang, mein Freund. So, ich denke mal, dass die eine Mauer da hinten unser Durchgang war. Also unser richtiger Weg war. Ich gehe trotzdem mal hier lang. Ich möchte mal wissen, was das hier noch so alles Chili. Ist. Chili. Ja, Chili. Ach, hier können wir runterspringen. Okay. Ich glaube, da sind wir wieder am Anfang. Ich meine, ich hätte drei Mauern jetzt gesehen, wo wir jetzt lang hätten laufen können. Ich habe Feenblüten dabei, mein Freund. Ich habe was, was dir gefällt. Not too close, not too far. Hat hier überhaupt Kette? Man sieht es noch nicht. Bin ich blind? Hallo? Ich muss doch hier rauf, oder nicht? Aber wo? Yes, yes. Aber wo kann ich hier rauf? Ich habe für dich nicht zu klettern. Ach da. Halt dich fest, mein Freund. Jetzt können wir hier, glaube ich, lang. Puh. Na, das geht doch gar nicht mal so schlecht. Blind you are. So. Hehe, ja, spiel mal ein bisschen. Genug gespielt. Du hast alle deine Relikte und Kräfte zurück, das finde ich sehr gut. Jetzt haben wir hier noch eine weitere Schriftrolle.
Ich habe mir mein Vorrat von dunklen Kristallen angelegt, da diese im Kampf sehr nützlich sind. Dabei bin ich zufällig einem alten Mann begegnet, der einen verwirrten und senilen Eindruck machte. Doch in seinen Augen blitzte ein scharfer Verstand. Er behauptete, er sei ein Freund und fragte mich, ob ich die Relikte gefunden habe, die er für uns zurückgelassen hatte. Ich sagte ihm, dass ich nicht verstehe. Er antwortete, dass er für mich beten werde und rannte plötzlich in die Nacht davon. Was für Relikte hat er wohl gemeint? Eine sehr gute Frage. Ich hoffe, das finden wir bald heraus. Ich labe mich noch ein bisschen an dieser Macht hier. Wunderbar. Und weiter geht's. Ich glaube, hier kannst du ruhig getrost dich runterfallen lassen. Jetzt gehen wir nochmal erstmal die anderen Türen durchsuchen, bevor wir durch diese große Steine der Wand dort hinten latschen. Denn ich glaube, das war der offizielle Weg. Ich kann mich auch täuschen, aber ich meine, hier ging es offiziell weiter. Deswegen gehen wir nicht da lang. Nein, 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 nein. Wir gehen diesen Weg entlang, denn hier waren, glaube ich, sogar zwei Stück. Einmal hier hinten und einmal da vorne direkt. Ich gehe erstmal den hinteren mal durchsuchen. Da finden wir zumindest eine Leiche, die schon länger da liegt. Mit einem Schattenmagierstein und wieder ein Kristall. Wenn ich nicht so wenig hätte, würde ich mir glatt noch einen Vorrat nehmen. Aber ich habe ja so. Ich kann ja nur einen tragen. Das bringt mir also nichts. Später noch mehr tragen kann? Nein. Noch einer. Wie viele liegen denn hier rum? Oh, noch ein Lebenssteinchen. Jetzt fehlt uns nur noch zwei Stück. Dann haben wir wieder einen mehr. Wunderbar, das freut mich wirklich. Hat sonst noch eine Wand da hinten? Ich glaube nicht, oder? Sonst sind hier nur noch die Viecher hier. Und da hinten... Ja, da war das Tor mit dem Schwein. Und dahinter ist, war ja direkt der Weg, wo wir sowieso schon waren. Das bringt uns also nicht so viel. Nein, da liegst du. Also wieder hier entlang. Ja, so blöd mit der, dass man die Kamera nicht frei drehen kann. Würde ich eigentlich mal gerne mal machen. Aber was nicht geht, das geht halt nicht. So. Zack, dann brechen wir einfach mal hier durch. Da liegt ja noch einer. Mensch, wie viele liegen denn hier rum? Wir befinden uns ganz in der Nähe von Vigol. Unweit davon liegt das Vampirschloss. Es ist ratsam, sich des Nachts einen Unterschlupf zu suchen, um sich vor möglichen Angriffen zu schützen. Das Wetter ist sehr kalt und es erweist sich als recht schwierig, mit der Bruderschaft Nachrichten auszutauschen. Letzte Nacht erhielt ich eine Botschaft, der zufolge wir uns im Dorf Vigol sammeln werden, um die Festung der Vampire anzugreifen. Gott, stehe mir bei, aber ich habe Angst, als eine dieser blutsaugenden Kreaturen zu enden. Ihr hättet deiner Stelle auch. Immer Vampir zu sein, man ist zwar unsterblich, aber irgendwann ist auch, glaube ich, die Unsterblichkeit nicht mehr so schön, wie sie im ersten Moment erschien. Wow. Ist das das Schloss schon? Ist das Ding riesig? Oh Gott. Hier vorne, das ist das Nicole. Ist hier noch was versteckt? Ich glaube, wir erreichen schon langsam Nicole. Ist hier noch was? Nee. Oh, wir haben den Level geschafft und sie haben sogar alles gefunden. Ein Chupacabra, sie Goblins, jede Menge, ein Warzenschwein. Neues Bild haben wir freigeschaltet. Wir könnten mal ins... Na, ich möchte heute nicht ins Talentfenster gehen. Ich möchte jetzt noch ein bisschen sparen und wir setzen die Mission fort. Und befinden uns schon im Dorf Vigol. This village is one of the last vestiges of human civilization left in this place of death and cold. It lies not far from the Vampire's Castle, our next objective. I have some matters to attend to here, matters that could spoil our plans. I will deal with them and try to rendezvous with Gabriel later. He has not slept in days, not since the girl. The pain is etched on his face still, but in his soul only hatred drives him. We will not speak of it. He must not know I have seen everything. That I have followed him this far. Wer ist er? Also außer Patrick Stewart, mir seine Stimme nicht. Ja, also wir haben ihn ja schon getroffen. Ist ja auch ein Bruder der Bruderschaft. Aber wir haben ihn ja schon seit längerem nicht mehr gesehen. Aber anscheinend scheint er uns doch ganz gut zu verfolgen. Was? Ich sagen, warum komme ich hier nicht durch? Das muss doch gehen.
Hier sind wir, glaube ich, reingekommen gerade. Liegt hier nicht was versteckt? Ach, guck mal, da oben, da ist wieder eine Truhe, aber da kommen wir wohl auch. Du kannst diese Bruderschaft leider nicht erreichen. Komm später wieder, wenn du dir deinen Toiletten gefällt hast. Das heißt, wir haben diese Mauer komplett umsonst eingerissen. Denn uns fehlen noch wertvolle Talente oder wertvolle Fähigkeiten. Zumindest eine. Können wir die Fässer einreißen? Sieht verlassen aus, das Dorf. Aber hier wurden welche. Warum verstecken die sich? Was ist hier los? Das Treffen der Bruderschaft. Thank God that you are still among the living, my friend. The Lycan Lord has been defeated. I have his power. What happened here? I congratulate you on your victory. But these fellows were not so fortunate. Word has spread of our quest. The vampire clan have slaughtered this entire village. And now, they are expecting us. That abbey. I am told the abbot possesses an ancient relic that harnesses the power of the sun. It is said to be capable of burning vampires and reducing them to ashes. That relic protects the abbey and all who take refuge there. But the abbot has barricaded himself inside and filled the building with deadly traps to deter visitors. After years of isolation, some say he has been driven quite mad. He resides up there, in the tallest of the towers. If we could persuade him to give the relic to us, it would give us a tremendous advantage over the vampires. But it won't be easy. Mad or not, damn him for not protecting his people. Ghouls! Oder? Die Kinder der Vampire. Ghouls! Halt nochmal nicht viel auf. The venue once were. Okay, ein Ghoul. Mittel- und Fähigkeitsgrad niedrig. Entgegen der landläufigen Meinung sind Ghule keine Untoten. Tatsächlich waren ihre Vorfahren Menschen, aber da sie sich hauptsächlich von leicht und verrottetem Fleisch ernährten, verwandelten sie sich in schreckliche Monster, die auf Gräberfällen und Friedhöfen hausen. Ghule leben normalerweise unter der Erde, aber manchmal wagen sie sich in kleinen Gruppen hinaus, um nach Aas zu suchen. Die Substanz, die der Ghul ausspuckt, ist äußerst giftig, doch lässt sie sich mittels Lichtmagie auflösen. Okay, das heißt, wenn wir vergiftet wurden, einfach mal ein bisschen Lichtmagie einschalten, schon ist weg. Auch noch du, mein Freund. Ah, wir müssen das Ding hier einreißen. I will destroy you all. Ja, that's a good idea. Komm, Hilfe. Komm. Ey, ich drück. Und schließ mir dieses elende Loch. Hier vorne ist noch eins. Lass mich wohl ruhen, du. So, meine Freunde, ihr lebt nicht lange, denn ihr legt euch mit dem Falschen an. Gut, dass wir wenigstens noch einen Treffer aushalten. So, Lichtmagie scheint dir wichtiger zu sein. I'll send you straight back to hell. Zobek, help me knock down the statue. Hold on, I'm coming. Oh, da vorne ist wieder ein Loch in der Wand. Wie geht das? I need your help with the statue, Zobek. As you wish. Komm, bevor die Ghule weiter angreifen. Und rein da. Tja, Zobek.
Du kommst mal her, mein Freund. Die sieht irgendwie hässlich aus, die Gule. Das hilft euch aber nicht, denn ihr müsst sterben. Ist noch irgendwo ein Loch, oder? Hier vorne ist noch ein Loch. Na, was hast du denn dabei? Ein Schattenmagiestein. You're dead. So, ich muss euch mal gerade ein bisschen auslöschen. Wo wollt ihr alle bei mir? Geht ihr mal irgendwo anders hin, meine Freunde. So, du auch. Danke. Peng. Da will ich jetzt halt nicht viel aus. Das ist immerhin ein Vorteil von denen. Du auch nochmal hier. Und goodbye. They will return if we don't block the hole. You're already dead meat. So, und? Nein. Schubst du das Ding mal da rein. Und das nächste hier. Zobek. Komm, helf mir, Zobek. Down the statue. I'm coming. Wir müssen das Ding anreißen. I need you to push the statue from the other side, Zobek. That's a good idea. Ah, jetzt kommen sie zu mir, die ganzen Viecher. Geht mal weg hier. Ihr habt eh keine Chance gegen mich. Was denkt ihr eigentlich, wer ihr seid, ihr Kreaturen? Du durfst natürlich endlich kommen. Weil, dann, wenn die auch die irgendwann nicht los. Es tut mir schön, dass jetzt irgendwie alle bei mir kommen. Noch einer. Geht mal weg hier. Wenigstens hat die nicht viel aus. Das ist schon mal unser Vorteil. We have to block that escape. Na dann komm her. Help me, Zobek. We can only knock down the statue if we do it together. As you wish. Na, komm, 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 komm. Oh, du. Komm, I need your help with the statue, Zobek. I'm coming. So, 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 jetzt still. Oh, du blödes Vieh. Geh mal weg da. Wie jetzt kommen noch mehr aus. We must ensure that they don't come out of the hole again. Jetzt kommen noch mehr von ihnen raus. Wir hätten den letzten nicht töten sollen. Wir müssen einen da lassen. So, jetzt verdammt sicher. Oh, das nervt schon mal ein bisschen. Komm, geh weg. So, bist du der Letzte da jetzt, ne? I'll send you straight back to hell. Zobek, help me knock down the statue. That's a good idea. Ja, lauf dir bitte her. Help me, Zobek. We can only knock down the statue if we do it together. I'm coming. Komm, I need you mit. To push the statue from the other side, Zobek. Hold on, I'm coming. Ja, geh mit Zobek, ja, geh zu Zobek. Oh, du nervst, du Vieh. Help me, Zobek. We can only knock down the statue if we do it together. That's a good idea. Nervst. So, Gott sei Dank. Geschafft haben wir das Ganze jetzt und... Gleichzeitig geht natürlich das Tor auf. Wie soll es auch anders sein? So, du Vieh, du hast mich jetzt genug genervt. Weg mit dir. So, entnervt hat er uns. Liegt hier noch was drin? Ah, wir können hier nochmal aufsammeln. Wir sollen unsere Energie auffrischen. Und jetzt habe ich schon quasi gut überzogen. Ich hoffe, das Let's Play hat euch soweit gefallen. Lasst mir doch ein paar Kommentare da. Daumen hoch, Daumen runter, ihr kennt das ganze Jahr. Bis zum nächsten Mal in Castlevania Lords of Shadows, wo wir weiter das Dorf Vigol erkunden. Hier geht es nicht lang. Bis dahin, euer Mascha. Ciao, ciao. Leichenberg.